Jo, kleine Info zu dem Gameplay im Hintergrund. Naja, ich glaube, ich habe 2 Kills oder so gemacht. Na, ich habe ein Quick Survival Games Gameplay aufgenommen wegen Alex. Hat gesagt, ich bin ein bisschen langsam in Endergame, weißt du, also langsam, weißt du, dass ich so ein bisschen invalid bin mit Behinderung und so, und weißt du, Reaktionszeit von 5 Sekunden und so, weißt du Bescheid. Und dazu habe ich einfach mal ein Gameplay aufgenommen, ich habe mich zusammengerissen, ich versuchte ein bisschen schneller zu sein, ich glaube ein bisschen schneller war ich, und ja, schlussendlich würde ich dann im Deathmatch, naja, ich kam ins Deathmatch, kleiner Spoiler, seht dann selber, was im Deathmatch geschah. Habt nicht allzu viele Erwartungen, es ist eine kleine Enttäuschung, ja, nochmal ein Spoiler, ich weiß, aber guckt euch das Gameplay dann am Schluss fertig an, wenn da halt ich dann nicht mehr spreche, würde ich sagen, genießt dann noch das Gameplay, und dann, ja, lege ich gleich los, und da kommt jetzt das Intro. Hallöchen meine lieben Youngsters, willkommen zu diesem kleinen Video, und zwar ist es ein kleines Info-Video, und zwar geht es darum, einerseits geht es um das 100 Abonnenten-Special, und andererseits geht es darum, ich habe ja mal, ich habe vor einer Zeit, bevor mein Computer einfach den... den Lebenswillen aufgab. Kleine Schweigeminute dafür. Nee. Ich habe ja vor einer Zeit, bevor mein Computer und mein alter Laptop die Hoffnung, die Lebenshoffnung aufgab, hatte ich ja The Last of Us Projekte. Sprich, ich hatte The Last of Us Junge! Ja. Papa, nicht gleich mit Pantoffeln schlagen gehen. Ich üb daran. Jetzt lass mich doch bitte. Danke. Nee, Mama, ich hab keinen Bock zu Kartoffeln zu schälen. Danke. Oh Gott, ey. Also, The Last of Us hatte ich ja dazumals gebracht. Ich habe aber 20 Teile von The Last of Us gebracht. Jetzt muss ich gucken, dass ich die wieder, dass ich die wieder bekomme. Weil, die sind, halt irgendwo, möchte ich jetzt nicht sagen. Die habe ich halt irgendwo, nicht auf diesem Computer, aber die sollten noch auf dem alten Computer sein. Das heißt, ich muss versuchen, da ranzukommen. Und, naja. Ich hoffe, dass ich irgendwie das Last of Us Projekt wieder ins Leben erwecken kann, weil ich, ja, jetzt habe ich 107 Abonnenten. Ich würde sagen, es läuft bei mir, ne? Dazu zum Abonnenten-Special. Ich habe mich entschieden, einen Livestream zu machen. Thanks to 100 Subscriber. Ein Dankeschön. Digga, ohne Witz. Was ist denn los mit mir, Digga? Ich bin hoffnungslos, ohne Witz. Ein Danke an 100 Abonnenten Livestream zu machen. Und zwar, meine Freunde, kommt es die schlechte Nachricht. Kann ich das erst nach den 14 Tagen Urlaub machen? Nee, 14 Tagen, sprich 10 Tagen Urlaub. Da ich ja in Spanien bin, kann ich schlechte Dingens machen. Kann ich schlechte Livestreams machen, ne? Also mache ich die nach den Ferien, wenn ich dann irgendwann Zeit habe, sprich an einem Wochenende. Naja, muss ich dann noch sehen, das wird dann angekündigt früh genug, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und naja, also macht euch gefasst drauf, ein Livestream wird kommen, und also ein Dankeschön an 100 Abonnenten Special Livestream wird kommen. Sprich, das 100 Abonnenten Special ist einfach ein Livestream. So, lieber Youngs, es ist Sandy, jetzt lass es raus, ne, ohne Witz. Gut, und 4.8. meine Freunde, ist er schon bald soweit. Heute ist der 30. an dem ich das aufnehme. Morgen ist wahrscheinlich der. Morgen ist wahrscheinlich der 31. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nicht der 31. Junge, wie idiotisch, Alter. Naja, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde, bei einem richtigen Video. Dann würde ich sagen, bis dahin, bleibt geschmeidig. Haut rein, meine Freunde, Jimmy Dö. Und seid gefasst, 4.8. ne? Erster Reisevlog. Seid gefasst, nach den Ferien, 100 Abonnenten Special wird ein Livestream sein. Das wird dann noch angekündigt. Und freut euch auf das Projekt, das dann weitergeführt wird. Und zwar The Last of Us. Ne, da würde ich sagen, das war jetzt genug Information für euch. Wahrscheinlich platzt euch schon der Schädel oder so. Nee. Naja. Alles zusammengefasst, ne? Würde ich sagen,
das war's von diesem Video. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, meine Freunde, bleibt geschmeidig, haut rein und tschömidö. Und lasst eine positive und konstruktive Bewertung, da würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Ich würde freuen, wenn ihr ein Abo da lassen könnt, einen Namen nach oben oder einen Kommentar da lassen könnt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, würde ich sagen, haut rein, tschömidö und tschömidö. Ja, ich sage, okay, tschö.